Ja. So, entschuldigt, dass ich mich so ein bisschen informell hier hinsetze. Der Ischias quält ein bisschen. Herzlich willkommen zum zweiten Tag von Theater und Netz. Wir machen jetzt kein großes Präliminarium, weil wir haben uns ja gestern schon begrüßt und erzählt, warum wir das hier machen, was hier verhandelt wird. Was wir gestern festgestellt haben, da möchte ich nochmal was zu sagen, weil ich wirklich Wert drauf lege, ist, die Community hier setzt sich zusammen aus Stadt- und Staatstheater, freie Theater sind hier, Freelancer, Institutionen, Stiftungen, Verlage und so weiter, was ich grandios finde. Sehr viele, die zum ersten Mal hier sind und ganz viele Leute auch unter 30. Das ist super, weil wir machen es jetzt im fünften Jahr. Ja, so ist es doch. Ja. Und nicht nur dort, sondern auch auf den Podien, ne, um das mal zu sagen. Ein paar kleine Sachen vielleicht für euch, damit der Tag, weil ich finde, wichtig ist ja, dass es an euch vermittelt ist, weil das ist unsere Konferenz. Das heißt, für den Erfolg unseres gemeinsamen Tages sind nicht nur diejenigen tollen Sprecherinnen und Sprecher, die heute hier sein werden, verantwortlich, sondern wir alle. Okay. In dem Sinne, wir haben hier Internet, wie ihr wisst, einfach Freifunk, kein Passwort, das steht. Wir sind im Stream. Hallo, ihr Lieben, gleich geht's los. Wir können twittern, #TN17, auch von draußen. Wir nehmen das auch auf, was von draußen getwittert wird. Wir haben eine große Twitter-Wall draußen für die, die jetzt im Stream zuschauen. Übrigens gestern schon so über 500 Zugriffe, was ich erstaunlich finde. Das heißt, virtuell verdoppelt sich unser Publikum nochmal. Sehr, sehr gut, soll auch so sein bei Theater und Netz. Jetzt direkt dazu, was passiert heute noch, damit ihr Bescheid wisst, bevor wir natürlich zum ersten Panel kommen. Direkt danach legen wir los mit einer grandiosen Geschichte. Das ist zum einen im ganz kleinen Konferenzsaal hinten links ist der Europakorrespondent der Zeit hier, Ulrich Ladurner, und spricht über Behauptungsmaschinen ganz besonderer Art, nämlich eine, die in Titov Veles in Mazedonien sich etabliert hatte während des US-Wahlkampfs. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Dann werden Bots selber gebaut. Und wie das geht, hoffentlich nicht die Zukunft der Öffentlichkeitsarbeit an Theatern, aber nichtsdestotrotz, um mal zu wissen, wie man es macht, Björn Lengers und Friedrich Kirschner werden es uns erklären. Und dann als drittes machen wir natürlich das bewährte Digital Media Update mit Christian Henner-Fehr. Das wird hier im Saal stattfinden. Also ihr habt die Wahl, direkt danach drei Möglichkeiten. Genau. Und jetzt kommen wir eigentlich schon ohne Umschweife zum ersten Panel des Tages. Ich sag mal, unser Anspruch ist natürlich auch als Heinrich-Böll-Stiftung Dialog, Kunst und Politik. Wir haben zwei wunderbare Gäste, die gerade neue Bücher veröffentlicht haben. Und das wird natürlich auch Gegenstand, beziehungsweise die Thesen dieser Bücher werden Gegenstand der Diskussion sein. Und moderieren wird unsere wunderbare Partnerin, Geschäftsführerin von nachkritik.de, Esther Slevogt. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Christian Rako, Esther Slevogt und Friedrich Kirschner, die hier das ganze Programm zusammengestellt haben. Genau, und ich auch. Genau, alles klar. Herzlichen Dank und ich übergebe an Esther. Bitte. Ja, willkommen an diesem etwas verhangenen Sonntag, an dessen Ende wir wissen werden, ob im Élysée-Palast in Paris eine Populistin oder ein liberaler Politiker eingezogen ist. Lauter? Gut. Ja, sind hier die Profis des öffentlichen Auftritts. Dankeschön. Und auch bei uns hier auf dem Podium geht es ums Ganze, nämlich um die offene Gesellschaft und ihre Zukunft. Dazu haben wir zwei Diskutanten hier sitzen, Ralf Füchs, Bernd Stegemann, die beide sehr thesenstarke Bücher zum Thema gerade veröffentlicht haben hier. Ich zeige es jetzt hier mal werbewirksam hoch: Freiheit verteidigen von Ralf Füchs und von Bernd Stegemann, das Gespenst des Populismus. Ich will erst mal kurz hier vorstellen: Ralf Füchs ist Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, aktuell
aber er kam, er ist auch ein Politiker, ein Grünen-Politiker, er kam zur Politik über die Studentenbewegung, die berühmten 68er, war dann erst im Kommunistischen Bund Westdeutschland aktiv und auch in einer anderen, Moment, muss ich hier mal meinen Spickzettel suchen, das Komitee für Demokratie und Sozialismus. Bevor er dann 82... Das war schon ein Fortschritt. Wegen Demokratie. Ja, bevor er dann 1982 den Grünen sich angeschlossen hat. Er war dann Mitglied der Bremer Bürgerschaft als Abgeordneter, wenn das stimmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann wurde er Co-Vorsitzender und später auch Bundesvorstand der Grünen. Und vor allem war er eben auch in Bremen Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz und zweiter Bürgermeister. Und kam dann 96 schon an die Böll-Stiftung, also ziemlich lange. Ja, und neben mir hier sitzt Bernd Stegemann. Er ist Dramaturg, ein Theatermann. Aktuell ist er Professor für Dramaturgie und Theatergeschichte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Er war aber auch Chefdramaturg der Schaubühne und wird jetzt im Herbst zum Dramaturgenteam von Oliver Rehse am Berliner Ensemble gehören. Und dann dachte ich, man muss ja Freiheit verteidigen, haben Sie Ihr Buch überschrieben. Bernd Stegemann sagt, der Erfolg des Neoliberalismus beruhe eben darauf, dass nicht erkannt worden wäre, dass der liberale Freiheitsbegriff mit dem neoliberalen Freiheitsbegriff kollidiert, also zusammenstößt, sich nicht verträgt. Dass nämlich von Freiheit gesprochen werde, tatsächlich aber Entgrenzung und Deregulierung von Märkten gemeint sei und die offene Gesellschaft deswegen ein Herrschaftsinstrument wäre des Neoliberalismus. Und und das wollte ich mal, also wo ich dachte, man muss eigentlich jetzt erstmal diesen Freiheitsbegriff diskutieren zum Anfang, bevor wir... Das ist eine Frage, ja. Das war eine Frage. Ja. So. Was soll ich jetzt tun? Soll ich versuchen, mal Freiheitsbegriff zu definieren oder steigen wir in eine Debatte um offene Gesellschaft und Neoliberalismus ein? Ich meine, ich. Ja, wenn Freiheit, also Bernd Stegemann interpretierte die gegenwärtige Krise als unter anderem als eine Folge, dass dieser irgendwie degeneriert ist, dieser Freiheitsbegriff. Sie treten aber an, diese Freiheit zu verteidigen, deswegen und deswegen habe ich Sie, also sitzen Sie hier, weil wir eben dringend uns so einen Verteidiger wünschen auch. So. Also tatsächlich denke ich, gibt es eine ganze Menge zu verteidigen und das hat auch eine sehr aktuelle politische Bedeutung, das sieht man jetzt wieder in Frankreich, wo ein Teil der Linken sich enorm schwer tut, die Demokratische Republik zu verteidigen. Also jetzt zur Wahl von Macron aufzurufen, sozusagen in einer Art Neuauflage der Sozialfaschismus-Theorie aus den 30er Jahren, nur dass es diesmal nicht die Sozialdemokratie ist, sondern der Liberalismus, der eigentlich der Hauptfeind ist und die Ursache allen Übels. Das war nicht nur damals historisch ein Kardinalfehler, sondern das ist auch heute wieder. Zumal die Demokratische Republik in der Bundesrepublik und in anderen westeuropäischen Staaten von heute noch eine ganz andere ist als die damalige. Frau Slivogt hat ja ein bisschen was zu meiner Biografie gesagt und die ist in gewisser Weise schon prototypisch, also jemand, der selbst aus der linksradikalen Bewegung kommt und dann den langen Marsch durch die Institution gegangen ist. Und das war eine doppelte Veränderung. Ich meine, wir haben die Republik verändert. Also diejenigen, die auch ein bisschen längeres biografisches Gedächtnis haben, die wissen das, dass die Republik von heute eine ganz andere ist als die der 60er Jahre in vieler Hinsicht. Sie ist ökologischer geworden, sie ist feministischer geworden, sie hat eine ganz andere Vorstellung von dem, was Kindererziehung bedeutet,
Sie hat ein ungleich höheres Maß an demokratischer Partizipation, also an Bürgerbeteiligung. Und das alles sind Dinge, die es auch zu verteidigen gibt, einschließlich der Institution. Und das ist ein Kern meines Buchs, der Institution, die Garanten von Freiheit sind, also Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz, eine freie Presse. Und das sind gerade die Institutionen, die überall angegriffen werden, wo diese neuen autoritären und Populisten an der Macht sind. Ob das in Ungarn ist oder in Polen oder schon seit 20 Jahren in Russland. Und mir geht es auch darum, nochmal das Bewusstsein zu schärfen, dass es einen qualitativen Unterschied macht bei aller Kritik, die man an unseren Gesellschaftsverhältnissen haben kann und muss, ob man in einer demokratischen Republik oder in einer autoritären Herrschaftsform lebt. Und das ist eine, lassen Sie mich das als Schluss sagen, und das ist eine der Quintessenzen meines Erachtens aus dem letzten Jahrhundert der Extreme, dass der entscheidende Gegensatz der Moderne eben nicht ist der zwischen Kapitalismus und Sozialismus, sondern zwischen Demokratie und Autoritarismus. Und zwar Autoritarismus von rechts wie von links. Bernd Stegemann, Ihre Kritik ist ja gerade die, dass Sie sagen, eben die Grünen sind inzwischen, also und die ganzen Verfechter der offenen Gesellschaft sind inzwischen Türöffner eigentlich für den Neoliberalismus. Können Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären, wie Sie das meinen? Ja, ich versuche es mal. Natürlich stimme ich Herrn Füchs völlig zu. Als ich 86 anfing zu studieren, habe ich natürlich auch die Grünen gewählt, wie, glaube ich, alle Menschen, die irgendwie in dieser Zeit angefangen haben, Erwachsene zu werden. Und ich bin völlig seiner Meinung, ich habe das Buch auch gelesen, dass es natürlich unglaubliche zivilisatorische Standards gibt, die dadurch errungen worden sind, was wir gemeinhin offene Gesellschaft nennen oder liberale Gesellschaft nennen. Ich glaube, da gibt es auch keinen Menschen, zumindest aus dem vernünftigen Bereich der Gesellschaft, der irgendwie dahinter zurück möchte und denkt, ach Mensch, bei Adenauer war es alles irgendwie viel schöner. Ich glaube, das ist nicht die Diskussion. Oder bei Honecker war es viel schöner. Ich glaube, das ist, gut, da gibt es welche, aber zu denen gehöre ich definitiv nicht, sondern da bin ich absolut anderer Meinung. Also, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass diese sogenannte Befreiung des Individuums nur auf einem kulturellen und symbolischen Bereich stattgefunden hat, sondern auch auf einem ganz knallhart materialistischen Bereich. Das heißt, diese Öffnung der Gesellschaft ist nicht nur eine, die der persönlichen Emanzipation dient, sondern die Öffnung der Gesellschaft hat auch eine ganz klare kapitalistische Komponente. Und ich als spreche ich ja Gott sei Dank nicht als Politiker, sondern als Theatermensch. Und da sind wir natürlich immer, seit den 90er Jahren habe ich das quasi angefangen, halbwegs professionell zu machen, immer angetreten und haben gesagt, wir müssen doch die Öffentlichkeit, die wir hier im Theater vorfinden, und das ist ja normalerweise die bürgerlich aufgeklärte Öffentlichkeit, denen müssen wir doch Hinweise geben, um nicht zu sagen, vor das Schienenbein treten und sagen, hallo Leute, das ist ja alles ganz schön, was ihr macht, aber es gibt doch ganz viele Dinge, die ihr nicht richtig macht. Und das ist eigentlich die Argumentation, die ich weiter treibe in einem Gespenst des Populismus, dass ich sage, es ist richtig, kein Mensch will hinter diese Standards zurück, aber es gibt auch eine Schattenseite davon und über die wird interessanterweise umso weniger gesprochen, wie man sagt, oh Gott, wir werden angegriffen von irgendeiner populistischen Seite, jetzt müssen wir so eine Art Bunkermentalität der offenen Gesellschaft herstellen und sagen, wir dürfen keinerlei Selbstkritik mehr üben, weil damit bieten wir immer nur Argumente. Aber jetzt, muss ja mal losgehen, Herr Füchs. Ja, vielleicht können Sie mal die Schatten, aber ein bisschen konkreter hätte ich es noch ganz gerne, also die Schattenseiten etwas haptischer hier auch für die Zuhörer. Ich weiß gar nicht, ich glaube, alle, die hier sitzen, wissen extrem, was damit gemeint ist. Prekäre Arbeitsverhältnisse, Hartz-IV-Reform, Flexibilisierung von allen möglichen Lebensbereichen, die sozusagen was mit Gelderwerb und Konsum zu tun haben und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, mit denen wir ja auf unterschiedlichen Niveaus permanent alle beschäftigt sind. Aber was hat die offene Gesellschaft damit zu tun? Ja, das ist die Kehrseite. Ja. Das ist die Kehrseite sozusagen. Ein Stück weit ist es so, weil natürlich sagen, in einer globalisierten Moderne geht es nicht zurück in diese Form von festen
Arbeitsverhältnissen und dieser wohlgeordnete Sozialstaat. Ich weiß nicht, ob das ihr Ideal ist, sozusagen der rheinische Kapitalismus der 70er, 80er Jahre. Und dieses Klagelied über Flexibilisierung und Beschleunigung, das ist im Grunde die Begleitmusik schon seit mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Es gibt ein wunderbares Zitat von Robert Musil aus den 20er Jahren, wo er sagt, der Fortschritt ist eine prima Sache, wenn man nur wüsste, wann er endlich aufhört. Ja, also dieses Leiden an der Beschleunigung aller Lebensverhältnisse, an der permanenten Umwälzung der Technologie, der Berufswelt, das Eindampfen, wie Marx schon im Kommunistischen Manifest sagt, aller traditionellen Verhältnisse, das ist Teil der Moderne. Und das löst auch regelmäßig Gegenbewegungen aus. Und mein Punkt ist doch nicht, schon gar nicht in dem Buch, zu sagen, wir machen jetzt Status Quo-Verteidigung, sondern wir müssen Vorwärtsverteidigung machen und in vieler Hinsicht wieder eine Idee von Fortschritt kriegen. Die ist uns nämlich weitgehend abhanden gekommen. Im Grunde, ich meine, es gilt doch auch für das Theater. Ich meine, die Utopien sind Dystopien. Das sind fast alles apokalyptische Vorstellungen. Das sind Untergangsgeschichten. Und im besten Fall, das gilt dann für eine Mehrheit der Bevölkerung, bleibt es, wie es ist. Also versucht man sich einzumauern und den Status quo zu bewahren. Das ist aber eine völlig illusionäre Vorstellung gegenüber Globalisierung, globaler Migration, Digitalisierung, Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Ja, wir müssen wieder eine Idee davon kriegen, wie wir diesen Wandel positiv gestalten können und wie sowas wie sozialer und ökologischer Fortschritt aussieht. Ich würde gerne noch mal Bernd Stegemann fragen. Sie sagen ja, Ihr Vorwurf lautet ja, die offene Gesellschaft hat Sie im Grunde selber in die Krise gebracht, weil Sie als zu lange als Kollaborateur des Neoliberalismus aufgetreten ist und Ihre Interessen auf eine sehr unheimliche Weise irgendwie mit den Interessen des Neoliberalismus zusammenfallen. Und dadurch haben die Ausgeschlossenen aus den Diskursen, auch aus den wirtschaftlichen Verhältnissen, proben jetzt gerade den Aufstand. Und die Verteidigung der offenen Gesellschaft ist irgendwie auch ein Besitzstandswahrungskampf. Und ich dachte, als ich es las, ist so ein bisschen wie, wenn man der vergewaltigten Frau vorwirft, der Rock war ja zu kurz, du bist selbst schuld. Wer ist in dem Bild jetzt die vergewaltigte Frau? Naja, die offene Gesellschaft vielleicht. So. Oh Gott. Oh Gott, ja. Da bräuchten wir jetzt Frau Wehling, um uns das aufzulösen. Nein, ich kann ja mal, ich sitze ja hier, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, ich sitze ja hier als Dramaturg und nicht als Politiker. So wie Sie gerade gesprochen haben, Herr Füchs, das ist zum Beispiel gestisch genau das, was ich versuche zu kritisieren. Also wenn Sie einfach in diesem Gestus von, ah ja, es hat immer schon Nörgler gegeben, es hat immer schon Probleme im Kapitalismus gegeben, das ist doch rheinischer, uralter, rückwärtsgewandtes Denken. Da kann ich nur sagen, ja, natürlich hat der Kapitalismus permanent Probleme produziert und alle Zeiten haben versucht, mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Fantasien, mit unterschiedlichen institutionellen, parteilichen und so weiter Energien, diese Probleme irgendwie menschlich zu lösen. Das finde ich ist doch gar kein Argument, nur weil der Kapitalismus seit 200 Jahren die Leute ausbeutet, zu sagen, na, jetzt lass uns doch damit endlich mal aufhören mit dieser Diskussion. Also das ist doch sozusagen nur die, wie Brecht es so wunderbar gesagt hat, der Kapitalist beutet zu allen Zeiten mit anderen Mitteln aus. Mein Gott, ja. Was ist das für ein Vulgärmarxismus? Ja, also Brecht in dem Fall. Führen wir jetzt Kapitalismus, sagen Debatte? Ich meine, was ist das? Kapitalismus ist eine Abstraktion. In der Realität haben wir 100 verschiedene Gesichter des Kapitalismus. Und wovon hängt das ab? Es hängt von den politisch-kulturellen Verhältnissen ab. Ja, ob das in Skandinavien, in den USA, in Russland, in China, in Zentraleuropa gibt es völlig unterschiedliche Formen kapitalistischer Produktionsweise. Und das hat entscheidend was damit zu tun, wie stark demokratische Gestaltungsmöglichkeiten sind, Gewerkschaften und Genossenschaften und Arbeitsgesetzgebung, angefangen mit Wahlrecht für Arbeiter, das war schon eine entscheidende Waffe, um den Kapitalismus zu zähmen. Heute geht es um die ökologische Frage, also Umweltbewegung und Institutionen,
die die Zerstörung der Natur durch den Kapitalismus verhindert. Was ich sage, ist, dass das eine gestaltbare Produktionsweise ist, eine, die politischen Veränderungen zugänglich ist und die übrigens extrem lernfähig und innovativ ist, die in der Lage ist, jede Opposition in Innovation zu verwandeln. Das macht ja gerade das Erfolgsgeheimnis aus. Und was mir an dieser Art von, ich würde sagen, fast obsessiver Kapitalismuskritik nicht gefällt, ist nicht nur, dass es die Fortschrittsseite des Kapitalismus ignoriert. Also wenn man mal vergleicht zu den Zeiten von Marx und Engels, Verdoppelung der Lebenserwartung der Bevölkerung, ungeheurer Anstieg des Bildungsniveaus, ungeheure Zunahme von Entfaltungs- und Freiheitsmöglichkeiten. Ich meine, das zu ignorieren und nur von Ausbeutung zu reden, ist wirklich ein bisschen schlicht. Aber wenn man von Demokratie spricht, ja, dann muss man nachdenken über das Verhältnis, die Korrespondenz zwischen einer freiheitlichen politischen Ordnung und einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung, die auf Privateigentum und der Autonomie von Menschen in ihren Entscheidungen über Konsum und Produktion basiert. Und alle Experimente, die darauf abzielten, das auszuhebeln, haben in Wirklichkeit ja nur den Autoritarismus befördert, also die Konzentration von politischer und ökonomischer Macht in der Hand des Staates. Und ich meine, also wenn man über Liberalismus spricht, dann über einen ganzen Liberalismus, der sowohl die Frage der wirtschaftlichen Freiheit wie der politischen Freiheit im Auge hat, dass das ein Spannungsverhältnis ist, ist doch klar. Und dass wir in einer ständigen Auseinandersetzung sind, wie viel Regulierung brauchen wir, wie viel Markt brauchen wir, wie viel Wettbewerb, wie viel Kooperation. Aber das ist für mich Teil der Auseinandersetzung einer freien Gesellschaft. Aber Sie schreiben ja auch, der Neoliberalismus hat den politischen Liberalismus aufgefressen. Ne? Natürlich war das eine Fehlentwicklung seit den 90er Jahren. Da ist mit dieser Trias von Privatisierung und Entstaatlichung, je weniger Staat, desto besser. Das war eine Entwicklung, die mit dazu beigetragen hat, dass wir heute diese populistische Revolte haben. Ich komme gerade aus den USA. Da kann man das mit Händen greifen, wie diese Ideologie des The Winner Takes It All dazu beigetragen hat, dass praktisch nur noch 1% der Gesellschaft am Vermögenszuwachs partizipiert haben in den letzten 20 Jahren und die Mehrheit immer stärker unter Druck gehört. Dass es Korrekturbedarf gibt, dass wir das Ruder rumwerfen müssen, das ist ja nicht strittig, aber das heißt nicht Abschaffung des Kapitalismus, sondern Umgestaltung. Von Abschaffung hat ja hier auch noch keiner gesprochen. Ich würde nur die Geschichte anders erzählen. Wenn Sie sagen, der Kapitalismus hat sozusagen so wunderbare Entwicklungen mit sich gebracht, dann würde ich immer sagen, ja, aber welche Kräfte innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft waren das doch? Das waren doch nicht die Kapitaleigentümer, die gesagt haben, oh, wir machen mal eine Arbeitnehmerversicherung, wir machen mal Sozialversicherung und so weiter, sondern es wurde hartnäckig ertrotzt durch all die langen, blutigen, schwierigen Geschichten, die es sozusagen gab im Kampf zwischen den Arbeitenden und dem Kapital. Da können Sie ja sagen, das ist Trivialmarxismus. Ja klar, das ist rückwirkend vielleicht trivial. Für die real existierenden Kämpfe, die es bis heute ja überall gibt, ist es überhaupt nicht trivial, sondern es ist eine ganz klare Konfrontation. Und wenn in VW am Fließband 5 Menschen ein Team bilden und 5 verschiedene Verträge haben, ein Werkvertrag, ein Zeitvertrag, eine Festanstellung, ein VW-Stammbelegschaft, dann können die sich schon gar nicht mehr solidarisieren, weil sie 5 verschiedene Verträge haben. Und damit ist natürlich von vornherein klar, sie sind flexibilisiert, der Unternehmer hat größtmögliche Zugriffe auf die und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist das, was ich versuche zu sagen. Es gibt ein gesamtgesellschaftliches Klima, was sagt, ist doch toll, jeder kriegt seinen individuellen Vertrag. Nee. Das ist eigentlich überhaupt nicht toll in dem Moment, weil da ist quasi Dekonstruktion ganz materialistisch umgesetzt worden in ein Ausbeutungsverhältnis. VW ist jetzt nun gerade das schlechteste Beispiel. Nö, ja? Also der Betrieb, der am stärksten mitbestimmt ist, von Gewerkschaften paritätisch mitbestimmt ist. Und trotzdem gibt's das da. Und der, bei dem das Land Niedersachsen ein Vetorecht hat, wo man sich fragen muss, warum ist ausgerechnet in so einem Betrieb eigentlich die Unternehmenskultur so aus dem Ruder gelaufen, bis hin zu massivem Betrug an den Kunden. So, und also offensichtlich ist das nicht einfach ein Problem der Kapitaleigner,
sondern gerade bei, ich würde gerade sagen, bei Betrieben, die eine weitgehende Monopolstellung haben, die sind am stärksten, sagen, gefährdet, amoralisch, sagen, zu handeln, während Unternehmen, die tatsächlich in der Konkurrenz stehen und bei denen einigermaßen transparente Eigentumsverhältnisse herrschen, die sind noch am stärksten beeinflussbar, unter anderem übrigens durch Nachfragemacht von Kunden. Das sollte man auch nicht vergessen. Ich würde noch mal gerne... was? Okay, sagte sie. Ja, möchten Sie sich einschalten in die Diskussion? Wir haben ja gestern von Elisabeth Wehling hier gehört, wie politisches Framing funktioniert, also wie Herrschaftsdiskurse sozusagen gestanzt werden und in die Köpfe der Leute transportiert werden. Sie sprechen in Ihrem Buch ja noch von subtilen anderen Herrschaftsdiskursen, die sich überhaupt nicht in Frames finden oder die sich kaum gar nicht erkennen lassen auf den ersten Blick. Sie nennen das die hermeneutischen Sprachspiele der Political Correctness und die sozusagen auch Herrschafts- und Klassenverhältnisse verschleiern würden. Würden Sie das noch ein bisschen besser erklären, wie Sie das meinen? Naja, das ist natürlich... Also alle, die mich kennen und das Buch gelesen haben, haben hinterher mit angsterfüllten Augen mich angeguckt und gesagt, und, was ist dir schon was passiert wegen dieses Kapitels? Das ist natürlich ein extrem schwieriges Terrain. Und wenn ich da jetzt anfange, diese Büchse der Pandora zu öffnen, dann ahne ich ja immer schon, was passiert. Insofern müssen wir da ganz sachte mal rangehen. Es ist eine Diskurstechnik, die hat sozusagen ein ganz hohes emanzipatorisches Potenzial, weil sie eine ganz einfache Wahrheit letztlich sagt, Sprache ist auch Handlung. Also sprich, Sprechen kann handeln, damit kann es auch verletzen. Damit weist es Identitäten zu, damit strukturiert es sozusagen Hierarchien, Gesellschaft und so weiter und so weiter. Also Sprache ist quasi eine Waffe. Das ist sozusagen eine extrem gute und wichtige Erkenntnis aus dem 20. Jahrhundert. Das Theater hat es letztlich natürlich immer schon so gehalten. Also in der Antigone, wenn sich da Kreon und Antigone an mit Worten streiten, führt das eben zum Tod der einen der beiden Figuren. So, das ist eine absolut unhintergehbare Wahrheit, würde ich mal sagen. Jetzt gibt es aber natürlich in der Entwicklung von Political Correctness gibt es natürlich eine Tendenz, die dazu geführt hat, dass dieser Gebrauch dieser Technik, also Sprache als Handlung, als Waffe, als verletzen könnendes Medium, dazu geführt hat, dass bestimmte Gruppen bestimmte Sprachspiele versucht haben, in der Gesellschaft durchzusetzen. Das sind von seiner Genese her natürlich die Gruppen, die über nicht so viel gesellschaftliche Macht verfügt haben. Also ganz simpel, die Ausgegrenzten, die Schwarzen, die Frauen und so weiter und so weiter. Die haben gesagt, das ist eine gute Sache. Wir können damit sozusagen darauf hinweisen, wie in der Sprache Rassismus, Sexismus und so weiter perpetuiert und ins Gehirn, wie wir bei Frau Wehling gelernt haben, quasi eingeschrieben wird und wir, obwohl wir uns selbst gegenüber denken, oh, ich bin doch kein Rassist, Sexist, was auch immer, trotzdem Sprachmuster gebrauche, die trotzdem diese Denkweise und dieses emotionale Gerüst die ganze Zeit perpetuieren und in der Gesellschaft sozusagen betonieren damit. Das ist sozusagen die absolut richtige Seite davon. Und jetzt kommen wir wieder an einen ähnlichen Punkt wie im Liberalismus. Jetzt gibt es darin aber etwas, das führt, kann auch dazu führen, nicht unbedingt immer und überall, sondern es kann dazu führen, dass es quasi in die falschen Hände gerät. Und das nenne ich jetzt mal diesen identitätsstiftenden Punkt des Opferstatus. Das heißt, wurde da geknurrt? Ja, sehr gut. Ich taste mich an den Konflikt heran. Das ist, um es mal vorwegzunehmen, das ist natürlich das, was uns jetzt zum Beispiel bei der identitären Bewegung, bei der AfD, bei den sogenannten Angry White Men in den USA um die Ohren fliegt. Die sagen, hallo, hallo, wir sind auch eine Opfergruppe. Wir nutzen das jetzt auch mal für uns aus und sagen, bitteschön, so und so, immer wird über alles White Trash, wird sich lustig gemacht, jeder darf einen blöden Witz machen über uns, das finden wir auch nicht mehr okay. So, das ist die eine Seite und die andere Seite, die ist noch viel heikler und da fahre ich jetzt noch langsamer hin. Es gibt natürlich auch eine Art der, ich sag mal so, der sehr entwickelten Sensibilität in bestimmten Kreisen, was Sprachformen anbelangt. Das heißt, wenn in diesen Kreisen jetzt jemand sich versucht, zu Wort zu melden, der nicht dieses ganze, diese, sag ich mal, hochvirtuose Technik... Wer sind denn diese Kreise jetzt kurz nur? Na, diese Kreise sind die, wir hier sitzen.
Dazu gehöre ich auch. Das sind alles Leute, die studiert haben und die sich damit beschäftigt haben, die in irgendeiner ästhetisch, künstlerisch, medial, journalistisch sozusagen mit Sprache professionell umgehen. Das sind die, die natürlich das verfeinertste und genaueste Gehör haben für diese Sachen. Und jetzt gibt es eben das Problem, dass wenn andere Menschen sich zu Wort melden, die nicht diese lange Ausbildung in höfischer Kommunikation durchlaufen haben, Dinge häufig sagen, wo man als sensibler sprachsensibler Mensch sagt, oh Gott, da klappt für mich ein ganzes Repertoire von Schrecklichkeiten auf. Das ist auch okay. Trotzdem finde ich, muss man auch da dann intelligent genug bleiben und nicht das gleich nutzen, um eine große Keule rauszuholen und denjenigen damit quasi zu erschlagen, sondern man muss sagen, so wie du das formulierst, gibt es doch gewisse Probleme. Trotzdem wollen wir mal vielleicht gucken, was an dieser unglücklichen Art der Formulierung vielleicht trotzdem eine relevante Aussage sein könnte. Das war mein kleiner Versuch zur Differenzierung auf diesem Gebiet. Das ist ja noch sehr vorsichtig. Ich würde da noch ein Stück weitergehen. Also wenn man es politisch jetzt übersetzt, aus den Sprachspielen raus, dann ist da zumindest ein großer Kern oder ein großer Korn von Wahrheit drin, dass diese Selbstbezüglichkeit der liberalen Eliten, zu denen wahrscheinlich hier mehr oder weniger alle sagen, gehören, die sich pudelwohl fühlen in der Globalisierung, die von der digitalen Revolution profitieren, also die sich zu eigen machen und sich in ihr bewegen, die auch Migration ganz toll finden, weil das mehr kulturelle Vielfalt in die Gesellschaft bringt. Das war schon auch ein Stück Elfenbeinturm und hat ignoriert, wie Teile der Gesellschaft diese Veränderungen wahrnehmen, die sich eher auf der Verliererseite sehen und die ihre ganze gewohnte Lebenswelt und die alten Sicherheiten, und das sind eben nicht nur soziale oder sozialstaatliche oder arbeitsrechtliche Sicherheiten, sind auch kulturelle Sicherheiten, die bedroht sehen. Und ich denke schon, das kann man bis in den amerikanischen Wahlkampf verfolgen, wo diese Art von postmoderner Identitätsdiskurs nicht nur dieses andere Amerika nicht erreicht hat, sondern sogar die noch provoziert hat. Ja? Und ich habe gerade jetzt auch mit Leuten geredet, es war in New Orleans, wo die sagten, wenn wir unsere Kinder auf die Colleges schicken, können wir mit denen nicht mehr reden. Die werden da indoktriniert. Also irgendwas ist da tatsächlich schiefgelaufen in der Art und Weise, wie dieser Opferdiskurs, der Geschlecht und Rasse und vielleicht auch noch Behinderung zum Merkmal gemacht hat, und am Ende blieb eigentlich nur noch die weiße Arbeiterklasse übrig. Oder vielleicht noch mit, sagen die Bourgeoisie. Aber so, und das hat nicht nur eine Kommunikationsstörung erzeugt, sondern das hat meines Erachtens auch zu einer völlig verzerrten Problemwahrnehmung in der Gesellschaft geführt. Da stimme ich mit Ihnen völlig überein, dass man die Schattenseiten dieser Art von Liberalisierung nicht mehr gesehen hat. Und die melden sich jetzt mit Wucht zurück. Sie haben ja ein Programm am Ende. Ganz einfach so ein Hands-on geschrieben, Herr Füchs, wie man die Gesellschaft, den Kampf gewinnen kann um die offene Gesellschaft. Naja, das sind ja vor allem, ist ja die Frage, was kann jede oder jeder selbst tun, aber im Kern, und darum dreht sich ja diese Debatte, geht es ja um Politik, also was kann man politisch tun, außer diesem institutionellen Gefüge, das man auf jeden Fall verteidigen muss, weil das die Garanten sind gegen Autoritarismus und sagen die totalitäre Versuchung. Da haben wir wahrscheinlich schon wieder mehr Gemeinsamkeiten. Geht es schon darum, wie man soziale Teilhabe wieder ermöglichen kann, stärker als das heute der Fall ist. Das Bildungssystem ist ein Schlüssel dafür in verschiedener Hinsicht. Bildung ist ein Dreh- und Angelpunkt nicht nur für
berufliche Erfolgschancen und für die Fähigkeit, mit rapidem Wandel aktiv umzugehen, statt sich nur als Opfer zu fühlen. Sondern sie ist auch ein Schlüssel für, ich würde sagen, innere Sicherheit im eigentlichen Sinn, nämlich Selbstsicherheit, Selbstermächtigung. Und das ist eine zentrale Größe in einer Welt, die sich in ständigen Turbulenzen befindet. Ja, wenn man sich da ohnmächtig fühlt als Einzelner, dann ruft man sehr schnell nach autoritären Lösungen oder nach Volksgemeinschaft, die sagen, sich abgrenzt gegen die anderen. Und deshalb braucht man, glaube ich, beides, also Systeme kollektiver Sicherung und gleichzeitig aber eine Stärkung der inneren Stärke jedes Einzelnen, und dafür ist Bildung und Qualifizierung ein zentraler Punkt. Ihnen fehlt ja vor allem eine funktionierende Linke, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, das erstmal muss man, glaube ich, feststellen, dass es die Linke doch ganz schönes Problem hat in dieser Zeit, weil sie definitiv es noch nicht geschafft hat, ihre Erzählung quasi anschlussfähig zu machen an den rasanten Fortschritt, da stimme ich Herrn Füchs auch, an den rasanten Fortschritt, den sozusagen der flexibilisierte Kapitalismus gemacht hat. Und die viele Rezepte der, ich meine mit Linke jetzt wirklich die Linke, also teils die Linkspartei, aber teils auch einfach linke Kräfte in der Gesellschaft, die dann häufig wirklich das Problem haben, dass, wenn sie mit Antworten kommen, diese Antworten wirklich etwas Rückwärtsgewandtes haben. Dass man sagt, naja, da machen wir wieder ein bisschen mehr Gewerkschaft, ein bisschen mehr dies. Dann denke ich, ja, das sind Symptombekämpfungen. Da würde ich sogar auch immer erstmal, wäre ich immer auch erstmal auf Seite und sage, ja, dann machen wir das erstmal. Vielleicht ist, auch wenn es irgendwie uncool und nicht so ganz fortschrittlich klingt, vielleicht muss man, wie Heiner Müller wieder so schön sagte, Revolution heißt heute nicht Sowjetunion plus Elektrifizierung, sondern heißt heute der Griff in die Notbremse des Zuges, dass das Ding mal zum Stehen kommt. Gut. Das sind jetzt wieder Metaphern da. Sind wir wieder bei Musil auch, weil der Fortschritt mal kurz eine Performancepause. Klar, ich weiß schon, das hat natürlich immer auch einen resignativen und einen etwas zutiefst bourgeoisen Zug natürlich, wenn Boto Strauß schrecklicherweise in der Zeit schreibt, naja, ist doch alles Quatsch, geht in die Uckermark und betet Kunst an. Das ist sozusagen das eigentlich gute Leben, was man führen kann. Da kann man, ja, das ist schön für dich, dass du das so kannst mit deinen mittlerweile 120 Jahren und 10 Millionen auf dem Konto. Aber das ist einfach Bullshit sozusagen. Sagen, das hilft ja niemandem. Also sprich, diese Art von trauriger Rückwärtsgewandtheit ist ja Quatsch. Was ich mal versuche zu sagen, das Theater, so wie ich es begreife, sollte nicht sagen, also sollte sozusagen etwas grundsätzlicher versuchen, das linke Denken so aufzuschrecken, sage ich mal, dass es tatsächlich diese Nachholbewegungen macht, wo immer die herkommen mögen. Ich habe keine Ahnung. Die müssen passieren. Und wie Luhmann so schön sagt, you cannot see what you cannot see. Also man weiß dann halt auch noch nicht, was um die nächste Ecke kommt, aber man kann zumindest das provozieren, indem man sagt, Leute, das ist aber jetzt nicht richtig, wie ihr das macht. Naja, ich meine, so ganz ratlos kann man vielleicht im Theater sein, aber... ja, das ist unser Privileg. So, genau. Weil so ein bisschen müssen wir uns schon die Mühe machen, ein paar konkretere Ideen und Vorschläge zu entwickeln, wie es weitergehen kann. Und aus meiner Sicht ist ein zentraler Punkt, und so würde ich mal abgesehen von diesem Pathos für die Freiheit, was ich eben nicht dem politischen Liberalismus überlassen möchte, sondern was ich gerne von links besetzt sehen möchte, ist ein zentraler Punkt die Bedeutung öffentlicher Institutionen. Also was macht die Republik aus? Ja, das ist natürlich die Freiheit und Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger. Aber um tatsächlich sein Leben frei gestalten zu können, braucht es erstens Rechte und es braucht öffentliche Institutionen, in denen das gesellschaftliche Leben sich organisiert, ob das also angefangen vom Bildungssystem über die Kultur, das Theater ist eben auch Teil dieser öffentlichen Institutionen, genauso wie die Museen oder die Bibliotheken, bis hin zum öffentlichen Verkehrssystem.
ja, was auch eine Möglichkeit an gesellschaftlicher Teilhabe für diejenigen eröffnet, die kein eigenes Auto haben oder keins haben wollen. Also da würde ich sagen, ist wirklich Korrekturbedarf gegenüber den letzten 20 Jahren, wo das Pendel ganz stark auf privaten Reichtum umgeschlagen ist und auf Vernachlässigung dieser öffentlichen Institution, die sowas wie das Skelett oder das Grundgerüst der Demokratischen Republik bilden. Wir müssen wieder mehr in die öffentlichen Güter investieren. Vielleicht öffnen wir an dieser Stelle das Gespräch ins Publikum. Gibt's Wortmeldungen? Da. Hinten, hier. Doch, doch, dann hört's mal im Stream hört man's nicht, wenn Sie nicht im Mikrofon sprechen. Und dann. Ich finde es sehr gut, wenn das Theater mal in einer Situation der Ratlosigkeit wäre, in einer totalen Situation der Ratlosigkeit. Das ist auch schon alles, was ich sagen würde. Ja. Wir befinden uns ja in einer weiteren großen industriellen Revolution, der vierten. Da werden Dinge passieren, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Es gibt eine totale Vernetzung, nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. Und mir hat letztens jemand auf einer Konferenz erzählt, wie Daimler Chrysler mit Szenarien arbeitet, um in die Zukunft hineinzuschauen. Ja, also niemand kann in die Zukunft schauen, man kann Szenarien entwickeln, um zu prüfen, welche möglichen Entwicklungen gibt es und wie würde man auf welche Entwicklung reagieren. Das Horrorszenario von Daimler Chrysler ist, dass Google in 5 Jahren allen Großstädten in Deutschland Elektroautos schenkt. Punkt. Ja, in Deutschland hängt jeder 6. Arbeitsplatz am Automobil. Und wenn das verschwindet, verschwinden wir alle, weil es gibt keine Steuerzahlungen mehr, die öffentliche Institutionen unterhalten und schon gar nicht Subventionen, um Theater zu finanzieren. Wie gehen wir damit um? Das, wenn man auf die anderen industriellen Revolutionen zurückguckt, die erste große Mechanisierung, Dampfmaschinen, dann die zweite Ölmotoren, Verbrennungsmotoren, Kommunikation. Und jetzt treten wir in die nächste große Revolution ein. Was wird die mit uns und unserer Gesellschaft machen? Ich kann natürlich nicht sagen, was wir da machen, das ist ja Quatsch, kann keiner sagen. Nur, ich glaube, an Google kann man sehr schön eine Narration mal erklären. Weil es gibt seit einiger Zeit in den Nachrichten immer wieder, ein Google-Mitarbeiter hat eine 200-mal höhere Wertschöpfung als ein Mitarbeiter in der amerikanischen Automobilindustrie. Das sei doch toll. Das ist sozusagen die Narration. Jetzt fehlt total die Gegennarration, die sagt, wo ist eigentlich die Gewerkschaft bei Google, die an dieser 200-mal höheren Wertschöpfung eine entsprechende Umverteilung auf die Löhne vornimmt. Darüber redet kein Mensch, weil alle sagen, bei Google fühlen sie sich so wohl, da haben sie Gummibälle im Büros und so weiter und jeder verwirklicht sich selber und die arbeiten Tag und Nacht und freuen sich darüber, dass sie das machen dürfen. Das ist sozusagen, da wird ein gesellschaftliches, eine Narration produziert, die heißt, wieso Google ist doch im Paradiesleben, da kann man doch von Arbeit gar nicht mehr sprechen und dass das Google die Wertschöpfung so entsprechend hoch ist, das ist doch irgendwie egal oder schön oder sollte sich die Automobilindustrie mal zum Vorbild nehmen. Da könnte man zum Beispiel mal anfangen, anders drüber zu berichten. Naja, die Arbeitsbedingungen bei Google sind schon besonders komfortabel, jedenfalls für die Stammbelegschaft. Und es gibt ein paar Millionen Aktionäre. Das ist jetzt auch nicht alles nur die Superreichen, gerade in Amerika, wo die Pensionsfonds von Aktien abhängen. Aber es ist jetzt wurscht, das ist gar nicht die Debatte, sondern der Punkt ist, und auf den Sie ja zielen, was passiert, wenn die Wertschöpfung sich immer stärker digitalisiert, wie finanzieren wir dann noch Sozialstaat und sagen, öffentliche sagen, Institutionen? Also das und also ich glaube, dass das tatsächlich eine der zentralen Fragen ist, wie wir die Quellen von Besteuerung verändern. Ich würde sagen, in Richtung Ressourcensteuern. Hat natürlich auch einen ökologischen Dreh, Ressourcenverbrauch zu besteuern und vermutlich à la longue in Richtung einer Wertschöpfungssteuer. Also weg von der Besteuerung der Arbeitseinkommen. Ob diese Entwicklung tatsächlich zu einer massenhaften Freisetzung von Arbeit führt,
Das halte ich allerdings noch für eine spekulative Frage. Ob wir also jetzt wirklich eine neue Qualität haben gegenüber früheren Phasen von industrieller Revolution, die ja auch in den traditionellen Erwerbszweigen massenhaft Leute überflüssig gemacht haben, die aber jeweils neue Industrien, neue Dienstleistungen hervorgebracht haben, die sogar eine steigende Erwerbsbevölkerung absorbieren konnten. Aber klar ist, dass es dramatische Veränderungen der Arbeitswelt geben wird und dass wir darauf auch reagieren müssen, indem wir, ich komme wieder auf dieses Bildungselement zurück, Menschen sagen, befähigen, mehrere Male in ihrem Leben komplett nochmal sich neu zu orientieren. Das ist eine zentrale Voraussetzung für diese digitale Moderne. Da gibt es Ideen wie etwa Bildungsgrundeinkommen, also das Recht für jeden, für eine bestimmte Periode seines Lebens, sich zu bilden, weiterzubilden und dafür ein steuerfinanziertes Grundeinkommen zu bekommen, was ihm oder ihr erlaubt, so einigermaßen seinen Lebensstandard in dieser Zeit zu halten. Man kann auch über andere Formen von Erwerbsarbeit nachdenken, die eher an den gemeinnützigen Sektor angedockt sind, also Konzepte von Bürgerarbeit. Ich glaube, dass das eine ganz zentrale Geschichte werden wird, wie wir damit umgehen, dass dieser alte Erwerbsarbeitsbegriff immer stärker unter Druck gerät. Und was die Autoindustrie angeht, das ist schon richtig. Wenn denen das so geht wie Nokia, ja, dass sie am Ende nur noch die Hardware produzieren und die gesamte intelligente Wertschöpfung von den IT-Unternehmen übernommen wird, dann werden wir massive Strukturbrüche in Deutschland sehen. Hier ist, er war zuerst Herr Erdmann. Ja. Sie halten das? Ach, okay. Bitte, gerne. Dann muss ich aber ein bisschen hier rüber schauen. Ja. Das lenkt mich zu sehr ab. Mein Eindruck ist, dass die linke Erzählung gewissermaßen an dem Punkt zusammenbricht, wo wir akzeptieren, dass wir auf apokalyptische Verhältnisse zuhalten, wo ein großer Teil der lebenden Weltbevölkerung und der existierenden Biosphäre irgendwann nicht mehr zu retten ist und deswegen dafür keine Verantwortung übernommen werden muss. Und dann in dem Augenblick wird sich jeder normal denkende Mensch und jeder Jugendliche, der sagt, okay, Stephen Hawking sagt, in 100 Jahren geht die Welt unter, dafür entscheiden, nur noch sein persönliches, individuelles Leben so gut wie möglich zu führen. Und in dem Augenblick, wo sich dieses Narrativ durchgesetzt hat, glaube ich, gibt es keine Verantwortung mehr und keine kollektive oder keine pluralistische liberale Gesellschaft mehr. Und das ist die große Frage, die ich stellen würde, ob wir davor kapitulieren, ob wir schon sagen, okay, dann ist eben in 100 Jahren Schluss. Und okay, dann machen wir eben den Frieden mit der Automobilgesellschaft, selbst wenn die unsere Biosphäre zerstören, nur weil eben die Deutschland AG davon ihr abhängig ist. Ja, finde ich eine wunderbare Frage. Deshalb beharre ich ja auf der Gestaltbarkeit der Verhältnisse und rede von neuen Fortschrittserzählungen, weil wir gerade nicht diese apokalyptische seine Erwartung füttern dürfen, sondern die Zuversicht brauchen, dass man mit den Mitteln der Moderne, also mit Wissenschaft, mit Aufklärung, mit Demokratie, in der Lage ist, diese Gefahren zu bewältigen. Es geht ja nicht darum, die klein zu reden. Ja? Und die Dinge zum Besseren zu wenden, das ist überhaupt, wenn man von offener Gesellschaft redet, dann bedeutet das ja nicht nur offen für Migranten, offen für Innovation, sondern die tiefere Bedeutung ist, dass die Zukunft offen ist, ja, dass sie nicht determiniert ist,
dass sie in unseren Händen liegt, dass wir sie gestalten können. Und das ist gerade der Unterschied zu diesen ganzen antidemokratischen, antiliberalen, autoritären, nationalistischen Bewegungen. Deren Münze ist Furcht. Das sind Bewegungen der Furcht. Und wenn man sich nochmal die Wahlkampagne von Trump anguckt, das war eine Kampagne von Furcht und Ressentiments. Und das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und linke Politik in einem wirklich aufgeklärten und freiheitlichen Sinn muss eine sein, die, ich will nicht sagen Hoffnung, aber zumindest die Zuversicht stärkt, dass man die Dinge beeinflussen und gestalten kann. Hallo, ich wollte an die vorhin angesprochene Ratlosigkeit anknüpfen und noch einen Schritt weitergehen und mich fragen, ob in der Kunst, im Theater oder eben auch in der bildenden Kunst nicht mal Verweigerung noch mal eine bestimmte Option sei, weil in den letzten Jahrzehnten ja der Druck immer mehr gestiegen ist, nämlich weil das mit dem Geld nicht sich so entwickelt hat, wie man es eigentlich, um da wirklich eine kontinuierliche, vernünftige Arbeit zu machen und das auch weiterzuentwickeln als gesellschaftliches Konzept. Der ist ja immer größer geworden. Jetzt plötzlich ist der Karren am Dampfen, ja, Populisten, Digitalisierung, Migration, was weiß ich, diese ganzen Probleme, die jetzt in der Gesellschaft plötzlich entstehen. Und jetzt heißt es wieder, aber die Kunst ist ja in der Lage, auf so etwas Antworten zu geben. Die Kunst kann sowas ja reparieren und so weiter. Das ist unser Labor. Und jetzt werden die Künste plötzlich wieder viel, viel mehr hofiert, weil man sie offensichtlich braucht, was natürlich ein sehr neoliberaler Ansatz eigentlich, weil es sehr utilitaristisch ist, weil jetzt sollen die nämlich auch mal. Also die Autonomie der Kunst, wo man sagen kann, ich kümmere mich darum oder um was ganz anderes, wird durch solche Forderungen ja immer latent ein bisschen in Frage gestellt. Sei jetzt bewusst ein bisschen provokativ formuliert. Völlig richtige Beschreibung. Wenn die Theater sich selber zur Reparaturkolonne der Schäden machen, die die Gesellschaft um sie herum angerichtet hat, dann machen sie eigentlich das Gegenteil von dem, was sie meiner Meinung nach machen sollten, was die Kunst die letzten 2000 Jahre auch im Theater gemacht hat, nämlich, dass sie der Gesellschaft spiegelt, was sie für konkrete Widersprüche produziert und nicht sagt, wir reparieren euch die Widersprüche, die ihr produziert habt. Also das ist ein ganz seltsamer, da stimme ich Ihnen völlig recht, eine völlige Verdrehung, die in vielen Bereichen, ich kann nur vom Theater reden, nur da kenne ich mich ein bisschen aus in der Kunst, das würde nicht ausreichen, gibt es sozusagen einen fatalen Drall momentan. Also je mehr in der Gesellschaft die Widersprüche aufbrechen, desto furchtsamer schaut man als Theatermensch häufig darauf und sagt, oh Gott, wenn wir da jetzt auch noch Öl ins Feuer gießen, das wollen wir lieber nicht, sondern wir machen eher mal was versucht Antworten zu geben, was versucht sozusagen diese Widersprüche eher wieder aufzuheben. Das halte ich für eine ganz, ganz falsche Bewegung im Theater, weil dann ist das Theater wirklich keine Kunst mehr, sondern dann ist es sozusagen, ein sozialdemokratisches Gemeindezentrum. Und das ist sozusagen, das ist fatal, weil dann stellt sich natürlich im nächsten Schritt sofort die Frage, wieso eigentlich die ganzen Subventionen? Weil das können ja andere Leute eigentlich sehr viel besser. Und auch günstiger. Nutzen Sie Ihre Gelegenheit, jawohl. Es wurde ja vorhin viel über die Verteidigung von demokratischen Institutionen gesprochen. Ich stimme natürlich zu, dass man die verteidigen muss. Ich finde es aber immer schade, wenn linke Politik dann irgendwann eben darunter läuft, diese Institutionen zu verteidigen und das nicht immer materialistisch rückzubinden. Und Herr Füchs, Sie haben gesagt, der Kapitalismus ist gestaltbar. Das stimmt auf lokaler und sehr zeitlich begrenzter Ebene. Aber egal, wie gut man den Kulturwandel irgendwie schafft, jetzt zum Beispiel in Deutschland, und gute Institutionen schafft, die und auch in der Bevölkerung irgendwie ein Bewusstsein dafür, was irgendwie gute humanistische Gesellschaft ist. Der Kapitalismus wird immer wieder kommen und diese Institutionen anknabbern und immer wieder sowas passieren, wie wir vorhin mit den Google-Autos besprochen haben. Und ich glaube nicht, dass man da sozusagen eine nachhaltige Politik über lange Zeit machen kann, wenn man nicht tatsächlich, und jetzt muss ich mal das Gespenst des Abschaffens an die Wand malen, tatsächlich immer wieder darauf hinweist, dass der Kapitalismus global so komplex immer wieder
das angreift, was ihm nichts bringt, wie zum Beispiel eine gut finanzierte Theaterinstitution. So. Ich halte das sagen, für eine leere Abstraktion, dieses, sagen, der Kapitalismus. Ja, also die ehernen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus, als ob das ein System wäre und das natürlich angelegt in der Marx'schen Analyse, was beschrieben werden kann wie mit Naturgesetzen. Ja, tatsächlich haben sie nicht nur x verschiedene Ausformungen kapitalistischer Produktionsweise, sondern wenn sie mal die Akteure sich angucken, sich wirklich mal drauf einlassen mit Leuten, die in der Wirtschaft tätig sind, die Start-ups gründen oder die auch große Unternehmen führen, das sind so mannigfache Personen, die auch durch ihre ganzen Werthaltungen, durch ihre Einstellung zur Welt, durch das Maß an Verantwortung, was sie haben oder nicht haben, die Politik ihrer Unternehmen beeinflussen. Das ist nicht einfach so, dass die nur Charaktermasken wären, die irgendwelchen ehernen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten folgen. Das halte ich für eine total reduktionistische seine Kapitalismusanalyse. Ich habe vorhin, da gab es eine etwas hämische Reaktion aus dem Publikum, zum Beispiel von Konsumentinnen, Macht von Konsumentinnen gesprochen. Natürlich gibt es die und die hat auch schon sehr weit gewirkt, wenn man sagen, Verbraucherboykott gegenüber Unternehmen, die Kinderarbeit oder irgendwelche ökologischen Schweinereien sagen. Also wenn Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur fragen, wie billig ist etwas, sondern wie ist das hergestellt worden, was sind die ökologischen und sozialen Folgen eines Produkts und sich daran orientieren, und das können zumindest die Mittelschichten, die können sich nämlich leisten, einen solchen distinktiven Konsum, dann haben sie auch einen Einfluss auf die Produktionsweise. Was ich sagen will, ist, dass dieses ökonomische System, was man ganz abstrakt beschreiben kann mit Privateigentum und mit Markt und mit Kapitalverwertung, auf vielfache Weise gestaltbar und steuerungsfähig ist und dass es ganz entscheidend auf das ankommt, was Marx fälschlich den politischen Überbau genannt hat. Also auf ein System von Rechten und Institutionen. Und dass deshalb die Demokratiefrage wichtiger ist als die Kapitalismusfrage. Ich meine, das sollte man doch aus diesem verdammten 20. Jahrhundert gelernt haben. Dass Antikapitalismus ist offen, nach links wie nach rechts. Das ist doch kein Privileg irgendwie das von Fortschritt, sondern sie haben genau reaktionäre Strömungen von Antikapitalismus von Anfang an übrigens. Und die entscheidende Frage ist nicht, bist du für oder gegen Kapitalismus, sondern die entscheidende Frage ist, bist du für diese liberale Gesellschaft, die es ermöglicht, unsere Lebensbedingungen und auch unsere Produktionsweise zu gestalten. Und auf der Basis dieser Gesellschaft können wir über alle möglichen Fragen streiten, über die Frage, wie die Eigentumsverhältnisse gestaltet sein sollen, wie viel Staat wir brauchen, wie viel Regulierung, wie viel Steuern, wie viel Umverteilung. Aber wenn wir diese freiheitliche Grundlage verlieren, dann ist alles verloren. Das hat die junge Dame aber auch nicht gesagt. Was Sie jetzt gemacht haben, ich mache es jetzt nochmal wieder als Dramaturg. Sie haben erst gesagt, das ist eine leere Abstraktion. Dann haben Sie gesagt, das ist sehr viel differenzierter. Dann haben Sie gesagt, man muss mit den Leuten mal sprechen. Und dann sieht man, so einfach ist das alles nicht. Ja, das ist wohl in gewisser Weise alles richtig, nur gleichzeitig. Was ist das für eine Antwort? Das heißt doch nur, ich muss sozusagen versuchen, mich so sehr mit der Binnendifferenzierung eines Systems zu beschäftigen, dass ich es im Prinzip komplett selber darin funktionieren kann, bevor ich überhaupt in die Lage versetzt oder die Legitimation bekommen habe, etwas daran kritisieren zu dürfen. Und da würde ich immer widersprechen und sagen, ich kann doch, jetzt mein Lieblingsthema der Grünen, ich kann doch Atomkraft kritisieren, ohne dass ich genau verstanden habe, wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Also insofern, ich kann doch sagen, es gibt eine strukturelle Gewalt zwischen dem Kapital und der Arbeit. Das kann ich erstmal so setzen als etwas, was ich in all den Binnendifferenzierungen dann wiederfinden werde. Natürlich gibt es dann den verantwortungsvollen Unternehmer und den nicht so verantwortungsvollen Unternehmer und so weiter und so weiter und so weiter. Aber alle spielen sozusagen auf derselben Leitdifferenz.
Und wenn ich diese Leitdifferenz erstmal setze, dann ist sie ja nicht in Opposition zur Demokratie oder zur offenen Gesellschaft. Das ist ja sozusagen eine falsche Opposition, sondern ist sie natürlich etwas, was innerhalb der Demokratie versucht werden muss, anders zu thematisieren, als es den Interessen des Kapitals ständig dienlich ist. Und das, was ich versuchte zu sagen, ist nicht die Interessen des Kapitals, sorry. Ja, sondern das Kapital ist selbst ein extrem widersprüchliche Veranstaltung. Aber trotzdem gibt es ein Interessencluster, zum Beispiel niedrige Besteuerungen. Es gibt Standortvorteile, es gibt Subventionen, es gibt Arbeitsrechte und so weiter und so weiter. Das ist ja klar. Es gibt ein Cluster. Haben Sie denn mitbekommen bei der letzten Bundestagswahl die Initiative, ich glaube, von 100 führenden Unternehmen, die für höhere Besteuerungen eingetreten sind? Ja, habe ich mitbekommen. Aber was sind denn 100 Unternehmen? Idee davon haben, und zwar, weil Sie eine Idee davon haben, dass Ihr Unternehmenserfolg abhängt von einem Gemeinwesen, was zum Beispiel ein hohes Niveau von Bildung, von Kommunikation, von Verkehrsinfrastruktur, das ist ja nicht selbstlos. Ich will nur sagen, dass es nicht so primitiv funktioniert, wie Sie das darstellen. Ich versuche das gar nicht so primitiv darzustellen. Ich versuche nur zu sagen, dass es in der Gesellschaft einen Wettbewerb gibt, um die Erzählweisen, welche Interessenscluster sozusagen mit welchen Erzählungen verbunden werden. Und wir haben es im Zuge des Neoliberalismus einfach mit einer absoluten Dominanz der Erzählung zu tun, dass jeder letztlich seines eigenen Glückes Schmied ist, dass Privateigentum besser ist als öffentlich verwaltetes Eigentum, weil es effizienter ist, weil es mehr Profit abwirft und so weiter und so weiter. Also sprich, wir haben unter Flexibilisierung... Wir haben längst einen Mix von Privateigentum und öffentlichem Eigentum. Ja, ich meine, wovon reden Sie? Wir haben eine Staatsquote von 40%. Ja, und ist das zu viel? Nein, aber das ist doch alles andere als Kapitalismus pur. Ja, von pur redet ja auch keiner. Ja doch, so tun Nein. Sie ja gerade. Nein, ich tue so, dass es eine dominante Erzählweise gibt. Seit den 90er Jahren ist sie in der westlichen Welt. Die Staatsquote der Bundesrepublik ist übrigens nicht gesunken und die Sozialquote ist sogar gestiegen. Ein bisschen Empirie tut auch gut. Gut. Ich fürchte, was? Darf ich einmal einen Satz zu Ende, nur den Satz, wo ich jetzt dreimal bei dem Satz unterbrochen worden bin. Ich kann doch als Theatermann nicht auf Empirie von Staatsquote gucken. Das ist doch gar nicht mein Thema. So. Nein. Sie reden davon. Nein, ich habe nicht von der Staatsquote geredet, davon haben Sie angefangen. Ich habe davon geredet, welche Erzählungen in dieser Gesellschaft medial, in all diesen Medien, die wir kennen, sozusagen als Form des Common Senses erzählt werden. Und da bemerke ich eine klare Richtung in diese drei Sachen, die ich gerade genannt habe: Privat, Flexibilisierung, Deregulierung. Das ist etwas, was als Mastererzählung immer weiter in allen möglichen Bereichen durchgesetzt wird. Das ist doch wirklich Unsinn. Nein. Nein. Das kann ja Ihrer Meinung nach Unsinn sein, aber lassen Sie mir doch meine Meinung. Unsinn, ja, da wird es dann immer so schwierig. Dann ist es Unsinn. Ich meine, von allen Theaterbühnen, an allen sozialwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Fakultäten. Das ist so ein kleiner Bereich in der Gesellschaft. Unsinn. Theaterbühnen, Entschuldigung mal, Sie wissen doch, wie viel wenig Menschen gehen denn ins Theater. Da bimmelt schon der Christian Römer, jetzt wird es ja hier, das dramaturgische Bimmeln. Die fünfte Runde ist vorbei. Ach, echt? Ja. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, also ich wollte noch mal sagen, also das sind die Bücher, mit 12. Runde die so. Gibt es draußen am Büchertisch und die Autoren stehen bestimmt gerne auch zum Signieren zur Verfügung. Vielleicht signieren sie sich auch ihre Bücher gegenseitig. Das ist wieder Kapitalismus pur. Ja. Ne? Kaufen. Nein, kaufen Sie die Bücher. Mehrwert schaffen durch Signieren.